Chief of the Thieves ist in vielerlei Hinsicht eine einzigartige Karte. Sie hat eine sehr eigene Spielweise und sogar einen eigenen deutschen Namen, was mich vermuten lässt, dass sie das Hobbyprojekt eines Entwicklers war. Das wird auch davon untermauert, dass Nachrichten an den Spieler per Debug-Befehl in den Chat geschrieben werden. Wir besitzen während der ganzen Mission nur einen Dieb und eine Fähre, die wir nicht verlieren dürfen. Unser Ziel ist es, diese Statue zu stehlen, um unser Volk von einer Seuche zu befreien. Soweit ich weiß, waren es die meisten antiken Götter jetzt nicht so cool, wenn man ihre Statuen stahl oder anderweitig entweihte, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die Insel wird konstant von 4 Kriegsschiffen der Wikinger umrundet. Denkt daran, dass Kriegsmaschinen und Kriegsschiffe der Wikinger mit Thors Hammer ausgestattet sind. Eure Fähre kann nur einem einzigen Treffer dieser Waffe standhalten, also parkt eure Fähre auf keinen Fall am Ufer. Auf der Insel selbst finden wir 2 Spieler. Die Statue selbst gehört dem Blauen, um dessen Gebiet herum gibt es aber auch einen Ring, der dem gelben Spieler gehört. Dieser besitzt auch einen Schwertkämpfer und wie ihr vielleicht wisst, werden KI-Schwertkämpfer von Spezialisten magnetisch angezogen. Dieser Schwertkämpfer ist die nächste Hürde, aber ihr seid auch vor ihm sicher, sobald ihr das blaue Gebiet betretet. Theoretisch könnt ihr die Insel überall betreten, mir fallen aber 2 Orte im Westen ins Auge, die ziemlich ideal sind. Im Südwesten der Insel gibt es dieses Gebirge, von dem aus ihr schnell das gelbe Land durchqueren könnt. Im Nordwesten gibt es diese Schneise, wo das gelbe Land kaum existiert, sodass ihr euch nur sehr kurz darin befindet. Auf diese Weise minimiert ihr die Gefahr durch den Schwertkämpfer. Euren Dieb auf die Insel zu bringen könnte glatt der schwierigste Teil sein, denn leider haben Schiffe nur einen sehr kleinen Sichtradius, der es ihnen kaum ermöglicht, Gegnern auszuweichen, bevor es zu spät ist. Der Dieb selbst profitiert aber von einem größeren Sichtradius. Sobald ihr es also ins blaue Gebiet geschafft habt, solltet ihr den Türmen und den zwischen ihnen patrouillierenden Bogenschützen ohne weiteres ausweichen können. Bringt den Dieb zur Statue, sie wird zerstört, wenn ihr sie erreicht, und geht den Weg, den ihr gekommen seid, wieder zurück. Den Dieb zu extrahieren ist zum Glück etwas einfacher, da ihr mit seinem Sichtradius leicht ein Zeitfenster für eure Fähre abpassen könnt. Bringt den Dieb zurück auf die Startinsel und entladet ihn dort, dann habt ihr diese recht einzigartige Mission schon geschafft. Und ich muss ehrlich sein, ich bin beeindruckt. Das hier ist, soviel ich weiß, die einzige offizielle Karte mit Dieben, bei dem sich der Mapper des KI-Verhaltens gegenüber Dieben bewusst war. So sollten alle Missionen mit Dieben sein.